Sie hat in der Zähnepause eine Kollegengeschichte zum Schluss machen. Ich habe okay gesagt und meinen Apfel gegessen. Kurz und knackig wie der Apfel. Wir haben euch gefragt nach euren schlimmsten Schlussmachgeschichten. Und alle Ex-Freunde von der Silvia, vielen Dank für eure Geschichte. Ich kann es leider nicht vorlesen, weil das wäre zu privat. Aber alle anderen, vielen Dank fürs Einsenden und das Leben. Ich musste den ganzen Tag von meiner Ex abwarten, nachdem ich Schluss gemacht habe. Weil ich Angst vor ihrem grossen Bruder hatte und erst am Abend heimgegangen ist. Ich bin in einem Zirkelclub von meinem grossen Bruder so am Hals aufgelobt worden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin so 16 und bin so dort gekommen. Ja, und jetzt? Was willst du? Also wenn sie angelangt hast oder angelangt hast, okay, ja, noch nicht. Noch nicht mal angelangt hat sie dann, hat Angst gehabt, dass ich sie überhaupt würde. Ja, hast du gesehen, dein Ruf ist das wirklich zu geworden. Das ist so. Es hat ganz gewöhnlich angefangen, indem wir uns einigermaßen einvernehmlich getrennt haben. Dann kommt eine Nachricht, falls sie gleich wieder mal Lust auf Sex mit jemandem hat, der mich kennt und weiss, was sie gerne haben, können sie mich gerne melden. Inklusive Preisliste. Detailliert die einzelnen 8 aufgelistet mit dem Preis dazu und am Schluss alle Preise in Schweizer Franken später exklusiv. So, das hast du jetzt erfunden. Ist das eine Geschichte von dir selber geschehen, wo du da wieder reinschneuselst? Hast du schon mal Sex mit der Ex gehabt? Ich bin Jungfrau, ich spare. Ganz anonym vom Sven von Easy geschrieben. Ich finde es gut, dass es alles anonym ist. Ich wurde in den Ferien mit einen dreizeiligen SMS im fliegenden Westen ersetzt. SMS so: Ich kann dir nichts mehr ins Ohr machen, ich verlasse dich für einen Ex-Freund. Ich finde, das erklärt ganz viel. Okay. Ich habe ihr geschrieben, was machst du, und sie schreibt Schluss. die kurzen sind die besten. Mein Ex hat Schluss gemacht, weil sein Kollege mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und sie beide haben wollen, dass sie gleichzeitig singen. Finde ich geil. Nein. Finde ich geil. Das machst du also so. Finde ich gut. Ja, und dann heulen sie wieder zusammen, wenn sie keine abbekommen. Das ist. Das ist aber auch so, wenn du in einer Beziehung bist, dann schreibt ich auch keine. 1000 Frauen. Ja, und du strahlst das auf. Ja. Wenn du Single bist. Musst du. Kein Vagina slidet in deine Kein. Nach 4 Wochen ohne Nachrichten und Kontakt habe ich gefunden, ich warte mal, bis sie sich meldet. Ich habe nie mehr etwas von ihr gehört. Ich frage mich nur, ob das Schluss machen gilt oder ob sie immer noch meine Freundin ist. Ja, traurig ist sie, traurig sind wir auch, dass jetzt wieder Schluss ist, aber ich kann nicht mehr. Es ist wirklich. Jetzt machen wir auch Schluss mit dem Video. Wie immer, vergesst nicht. Vergessen nicht, Easy Magazine auf YouTube abonnieren. Quack, quack! Langs, du nimm an! Ja! Du hast das nicht, das darf ich nicht. Ja! Ja! Sorry, ich muss jetzt meinen Schluss machen. Hilfe!